Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei City Skylines, wo wir in der letzten Folge die Zugverbindung erfolgreich gemacht haben. Natürlich haben wir jetzt zwei Stationen noch keinen Strom, aber das wird noch, hoffentlich mit der Zukunft, also mit der Zeit. Und für die Zukunft würde ich ganz gerne jetzt auch schon mal die Bahnstrecke weiter planen. Und es war nicht hier, es war dort. Würde ich nicht verkehrt finden, wenn wir das machen. Also die können dann hier abfahren. Dort können sie rüber, aber die können von dort nicht darüber. Müssen wir direkt nochmal anders machen, weil das wird so nichts. Machen wir die Zugstrecke hier mal rüber. Hier dürfen die jetzt darüber kommen, problemlos. Aber wiederum nicht hier. Dort können sie so rüber. Auch wenn das hier gar nicht weiterläuft. Aber ist das jetzt nur ein Anzeigefehler oder... Nee, weil hier läuft es auch so rum lang. Haben wir das falsch gemacht. Das ist jetzt problematisch, das so hinzukriegen. So, die Leute sollen auch hier lang fahren können. So dürfte es gehen. So müsste es auch gehen. Hier können die dann da lang fahren und dann wiederum direkt hier. Und hier da lang. Und auch wiederum den Rückweg. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann hatte ich jetzt mir auch noch vorgestellt, dass wir hier schon mal eine Anbindung machen. Dass wir dann hier auch direkt einen Bahnhof machen werden. Personenbahnhof. Dafür müssen wir jetzt erstmal Straße machen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir dorthin bauen werden oder planen werden oder wie auch immer. Ich baue jetzt einfach noch schon mal die Bahnhofanbindung dort an. Dann haben wir schon mal. Was genau dort entstehen wird, keine Ahnung. Kann ich so nicht sagen. Müssen wir sehen. Auf jeden Fall brauchen wir auch eine Wasserverbindung hier. Und die Stromverbindung können wir ja auch schon mal machen. Bis hier vorne. So, dann... Können wir jetzt hier weiter planen? Wir jetzt erstmal schauen, dass wir hier Strom wieder dort hinten mit anbinden. Dann den Bahnhof. Okay, das habe ich mir schon gedacht. Dann müssen wir die Straße doch nochmal so breit machen. So, jetzt dürfte das doch klappen. Aber das klappt wohl nicht.
Das ist zu gering, das Ganze. Das ist doof. Können wir den Bahnhof nochmal rüberschieben? Dass es jetzt klappen würde. Jetzt klappt es. Dann müssen wir das natürlich noch weiterziehen. Hier klappt es auch. Super. Dann können wir hier schon mal einfach die Industrie mit einplanen. Das wird ja sowieso eine Industrieinsel. Eigentlich wollte ich jetzt erstmal nichts mehr bauen, aber ich mache das jetzt nur, um die Verbindung zu schaffen. So, und Wasser kommt da natürlich auch noch hin. Mal sehen, diese kleine Ecke ist jetzt auch egal, aber den Rest der Insel können wir dann auch noch ausbauen. Aber nicht jetzt, wir machen jetzt weiter mit der Bahnverbindung. Tut mir leid, wenn wir uns jetzt erstmal damit beschäftigen, aber dann haben wir es schon mal hinter uns. Und für die Zukunft müssen wir uns dann erstmal nicht mehr so schnell mit dem Bahnverkehr auseinandersetzen. Vielleicht so eine schöne... Oh, schön ist relativ, aber die Schiffe fahren da noch durch. Okay, das hätte eigentlich realistisch gesehen gar nicht gehen können, aber okay. Es funktioniert wohl im Spiel. Dann ist alles gut, dass das zumindest nicht so realistisch ist. Weil sonst gäbe es hier richtiges Chaos. Und jetzt planen wir dann auch schon mal für diese Insel mit ein. Aber ich ziehe jetzt erstmal die Bahnstrecke weiter rüber. Erstmal bis hierhin. Rein theoretisch auch wirklich noch bis da hinten. Das ist natürlich heftig. Hier können wir da keine Bahn mit anschließen, das passt gar nicht. Hier würde es passen, aber bringt nicht so viel. Von daher lassen wir die jetzt wirklich über das Wasser ziehen. Und dann hier so rüber. Jetzt müssen wir natürlich wieder mit dem Höhenunterschied arbeiten. Dann machen wir es hier hoch. Hier nochmal weiter. Dort ist bereits belegt. Da war es doch gerade so. Wo ist die Bahnverbindung dort? Ich habe das jetzt extra weiter rüber gemacht, damit wir jetzt hier problemlos anknüpfen können. Einmal so rum. Was aber wiederum nicht geht. Manchmal verstehe ich das nicht so ganz. Eigentlich müsste es gehen. Hierum geht es und darum geht es jetzt. Nee, so nicht. Geht ja nicht richtig hier. So geht es dann auch in diese Richtung. So. Können die so rum hier rum und auch wiederum da zurück. Und hier das gleiche. So gefällt mir das schon eher. Hier könnte man jetzt auch schon den Bahnhof bauen. Das lassen wir aber jetzt in diesem Falle mal genauso wie hier. Das hier wird eher realistisch sein, dass wir das als nächstes miteinander verknüpfen könnten. So, das wäre die Verbindung. Dann hätten wir das Gebiet schon mal mit einbezogen, was den Bahnverkehr anbelangt, aber das sieht nicht so schön aus, aber okay. Hier brauchen wir auch nichts, weil hier haben wir direkt die Bahnverbindung. Ich würde sagen, dann haben wir die Bahnverbindung fertig. Gut. Ich hoffe, das wird auch alles so laufen, wie ich mir das vorstelle, weil ich habe gehört, es soll sehr viele Probleme geben mit Zügen, dass die sich sehr leicht stauen und so weiter bei selbstgebauten Strecken und allgemein auch ziemliches Zugchaos herrschen kann. Ich hoffe mal, dass das nicht der Fall sein wird hier bei uns.
Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wenn ich die Autobahn jetzt bauen werde, so wie ich das vorhab, müssen wir das natürlich jetzt hier abreißen, weil die Autobahn muss jetzt auch nochmal rumgehen. Wir halten mal eben das Spiel an. Kümmern uns mal eben darum. So, dann müssen wir das Ganze jetzt wieder anbinden. Nicht ganz so schick, aber zweckdienlich. Das ist aber jetzt hier ein bisschen problematisch, weil wir das dann ziemlich ziehen müssen. Okay. Dennoch machen wir das jetzt hier mal. Geht es ein bisschen auseinander. Und schon müssen wir das hier anders planen. Die Autobahn wird auf jeden Fall sehr viel schwieriger zu sein, die so zu setzen, wie ich das vorhabe. Das. Hier müssen wir natürlich auch nochmal hochgehen. Das hier machen wir mal aus, damit wir hier selber planen können. Muss ich jetzt natürlich noch drehen. Aber ist ja kein Problem. Oh Gott, das wird ja was. Das muss jetzt natürlich auch wieder drehen. So. Ich sehe gerade, wir haben die ganze Zeit, bauen wir die jetzt gerade hoch, dass die Autobahn hoch ist. Naja, relativ hoch. Aber ich finde das jetzt nicht mal so ein Problem. Das hier ist natürlich nervig, dass wir das jetzt hier jedes Mal drehen müssen. Oder ich würde es auch einfach andersrum bauen, dann hätte ich das Problem jetzt nicht. So, das ist zwar alles ein bisschen unschön, aber alles machbar. Das wird jetzt hier auch wieder problematisch werden. Nee, ich habe es genau verkehrt darum gemacht, ich denke. Genau falsch herum. So, jetzt aber richtig hier. Mann, Mann, Mann. Das ist nach rechts. Dann machen wir das so. Hä? Habe ich das jetzt grundlegend verkehrt gemacht? Oh nein. Oh. Jetzt weiß ich, wo der Fehler ist in meinem Denken hier. Ich denke mir die ganze Zeit, warum ist denn das? Oh Mann. Jetzt wird es richtig herum. Gut, dass ich das jetzt gesehen habe und nicht nachher noch eine kilometerlange Autobahn umbauen kann, aber zum Glück kann man das hier einfach kostenlos drehen. Das ist dann so eine Erleichterung.
hin. So. Das noch. Und hier ist es schon richtig, oder? Nee. Hä? Habe ich jetzt gerade... Nee. Das ist aber manchmal so blöd. Man sieht es nicht so. Da muss man genau hinschauen. Läuft, wie man sich das vorstellt. So, jetzt ist es aber richtig herum. Jetzt müssen wir... Die müssen wir jetzt nicht mehr drehen. Das jetzt so rum. Das ist dann jetzt so daneben. Alles richtig, oder? Gut. Lieber auf Nummer sicher gehen, bevor man hier nachher ein richtiges Chaos hat. Gut. Eine Autobahn kann schon eine Herausforderung sein. In dem Falle von mir gerade sowieso. Das war jetzt wieder verkehrt herum. Das ist noch hier. Und jetzt noch die... das sieht nicht so schön aus. Aber okay, machen wir es so. Einen Bogen mitmachen. Naja, klein ist gut. Jetzt habe ich das auch viel zu nah da dran. Ach Mann. Da glaube ich hier mit diesem Tool einfach manuell machen, so wie ich das gerade möchte. Ich finde, so machen wir das dann auch einfach. Schritt für Schritt erbauen wir die Autobahn hier. Haben wir auch schon mal dieses Problem hinter uns und müssen uns darum erstmal keine Sorgen mehr machen. Na komm schon. Na. Jetzt aber. So. Und das Ganze jetzt nochmal hier. Jetzt geht es noch ein bisschen schneller. Bin ich beruhigt, wenn wir das jetzt hinter uns haben. Sollte auch das Spiel ruhig weiterlaufen lassen. Dann kriegen wir nämlich weiterhin auch Geld, weil das ist schon teuer hier. Wir sind schon mächtig von der Kohle herunter. Aber okay, so ein Bauprojekt macht man ja auch nicht jeden Tag, sage ich mal. Weit auseinander, aber egal. Obwohl, nee, ist doch nicht egal. Das machen wir noch schnell dran. Das wäre jetzt schon.
wieder fast zu nah aneinander gewesen. Es ist gar nicht mal so einfach. So, jetzt müssen wir das noch rüber bekommen. Eigentlich sind wir schon am Ende einer Folge, aber das machen wir noch eben. Ich weiß, das ist jetzt verkehrt herum, aber das machen wir jetzt wieder richtig. War es für mich gerade einfacher, die Brücke zu setzen, beziehungsweise die Kurve mitzunehmen. Jetzt habe ich auch noch gerade einen Frosch im Hals, super. Das können wir dann noch fortsetzen, oder ob wir das fortsetzen sollten, dass wir sagen können, hier noch hoch, bis hier hinten hin die Autobahn. Oder dass wir das fortsetzen bis hier vorne. Hier die Kurve gehen. Ich denke mal, so machen wir es. Aber wir machen noch eben hier die Anbindung. Die will ich noch eben fertig machen in dieser Folge. Das wird jetzt sehr problematisch werden, sehe ich gerade. Vielleicht wäre es besser, die Kurve eher zu nehmen. Dann würde das nicht so blöd aussehen. Kurve hier zu nehmen. Das gleiche hier. Aber das wird schon wieder problematisch werden. Machen. Das hier und dann müssen wir das so hier rüber gehen. Das dorthin. Das Ganze dann. Ja, kommt schon. So. Ach, schwierige Geburt, das sieht auch immer noch blöd aus, aber das ist mir jetzt vollkommen egal. Nur eine Autobahn und kein Wohnviertel. So, aber das machen wir doch nochmal neu. Gefällt mir so nicht. Weil das war jetzt gerade irgendwie zu schlimm. Nicht sehr viel besser, aber etwas besser. Und jetzt binden wir das hier noch eben an. Und jetzt sind wir aber wirklich am Ende einer Folge von City Skylines. Es tut mir leid für die Überlänge, aber das wollte ich jetzt eben noch fertig machen. Jetzt haben wir wirklich ein gewaltiges Stück Autobahn schon verlegt. Das werden wir dann hier nochmal rumführen lassen und den Anschluss soll es dann ja hier finden, würde ich sagen, hier. Aber das und mehr planen wir und machen wir erst in der nächsten Folge von City Skylines. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.